Moin moin meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Part Portal Knights mit dem Onkel und Nero. Servus. Ja, hallöchen. Wir haben uns verliebt in dieses Spiel. Ja. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall dabei, erstmal die Hütte auszubauen und uns vorzubereiten für die Kämpfe. Was uns hier alles noch erwartet. Ich bin echt gespannt. Es kann einfach nur gut werden. Genau, und ich werde jetzt hier oben mal die Portalsteine einsetzen, die ich schön gecraftet habe. Aus diesen Portalfragmenten könnte man nämlich Portalsteine basteln. Und ich glaube, wir können das Portal sogar fertigstellen. Zack. Echt? Zack. Oh, schon. Zack. Zack. Und der Weg nach vorne ist nun frei. Also, es wird unsere Aufgabe wahrscheinlich sein in diesem Spiel, dass wir... Oh. Der Weg nach vorne ist frei und dort aus dem Dunkeln... Oh, was sind das da unten? Bist du das? Oh. Oh, ein Gegner. Oh. Neuer. Oh, neuer Gegner, ich komme. Ich kann nichts machen. Warum kann ich nichts machen? Achso, weil ich hab einen scheiß Seed in der Hand. Boah, das ist. Boah, das ist wahrscheinlich der Portalgegner oder so. Schattenritter. Ich bin gleich tot. Nee, ich hab ihn. Boah. Okay, ich denke mal, das sind so Wächter für die Portale, ja, wie du schon sagst. Was mich jetzt interessiert, kann man dann auch wieder zurückreisen? Da unten ist noch mehr. Da ist noch so ein Wächter, aber ich brauche Energie. Hier drüben ist auch einer. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche erstmal... Kriege ich davon... Ah, okay, mit den Gartenpilzen kriegst du Energie. Habe ich gerade gegessen. Oh, hier sind zwei. Aua. Ach, ich habe ja Heiltrank. Ach, ich bin auch blöd. Wenn du gerne einen Heiltrank möchtest, nein, dann sag da bitte Bescheid. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie das ist, wenn man sterben tut. Wie ist es? Weil man kommt wieder in Ausgangsposition zurück. Oder bin ich nur bewusstlos? Ich schlag auf dieses beschissene. Oh, ich bin auch tot. Okay, also es ist doch etwas schwieriger, diesen Typ da zu töten. Ja. So. Gut, Onkel, was hältst du davon, wenn wir uns Ausrüstung erstmal craften? Ja, ich glaube, das ist das Beste. Hier fahren wir diese Baumwolle ab. Weil die brauchst du. Genau, ich würde auch sagen, dass wir das hier hinten, dieses kleine Ding, gleich nutzen, um uns Sachen anzupflanzen. Genau. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie... Ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt und habe Schnupfen bekommen. Ja, was mache ich denn? Keine Ahnung. Aber cool ist, wenn du was spawnst. Oh, hinter uns. Oh, Portal, Mann. Okay, das... Ja, man lernt halt immer dazu. Das heißt für uns... Schattenritter des Frosts heißt er. Das heißt wahrscheinlich für uns, wir müssen... Bevor wir so ein Portal öffnen, uns immer erstmal leveln und das erstmal uns aufbauen. Genau, die Oh, da unten sind gleich vier Stück auf einmal. Ja, gegen vier Stück. Nee, meine Waffe ist auch schon ziemlich kaputt. Oh ja, na eben. Stimmt. Holzbogen, was brauche ich denn? Baumwolle. Okay, wollen wir mal gucken, wie man die Seeds hier pflanzen kann, weil ich habe hier Baumwollsetzling, würde ich sagen, kann man nicht setzen. Warum kann man den hier nicht hinsetzen? Aber hier noch was, weil hier noch was ist. So, was haben wir im Inventar? Baumwolle, Baumwollensetzling, den setze ich mal hier hin. 1, 2, 3, was hast denn du? Auch Baumwolle. Davon brauchen wir erst ein bisschen was. Machen wir uns einfach hier ein Baumwollfeld. Ich habe noch so viel Baumwolle. Ach nee, jetzt war's das. Ich habe keine Baumwolle mehr. Ich habe auch noch Getreide. Ich habe hier noch. Was habe ich denn hier? Weizensprossen, genau. Ich würde sagen, pflastern wir einfach mal alles voll. Richtig. Hüp. Was habe ich denn noch? Ich habe hier auch noch wie nennt sich das? Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Alabaster
Alabasterbusch-Setzling. Mhm, setz schon mit hin. So, Setzlinge sind leer. Eins und zwei. Alabasterbusch. Das müssen, glaube ich, die roten Beeren sein, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auch noch Weizen. Ja, ich keine Ahnung, was das. Das sind einfach Beeren. Das werden wir sehen. Du werde ja einfach alles mal vollstellen an irgendwelche Sachen. Dieses Feld wird dann im Endeffekt so komisch aussehen. Aber das soll ja jetzt erstmal uns egal sein. Genau, genau. Wenn wir dann vielleicht in den späteren Portalen sind, wo wir dann ein bisschen länger drin sind. Ich denke mal, dass das wird dann auch so kommen, dass wir dann längere Zeit drin verbringen müssen auf den Inseln, um dann uns erstmal... So. Okay. Gut, ich setze dann doch mal noch in hier Forsttor. Ich habe noch so viele Setzlinge. Ich habe hier also jetzt zum Beispiel Weizen. Habe ich noch. Hier. Baumwolle brauchst du auf jeden Fall ein bisschen was, um deine Rüstung gleich herzustellen. Ich baue mal hier hin. So, das war ein Baum. Ach, okay, du hast schon ein bisschen Rüstung gebastelt. Sehe ich gerade. Ja, diese Alabusch-Ding-Gedöns, die roten Beeren. Das fällt sich doch toll aus. Haben wir schön gemacht, Onkel. So, wollen wir mal gucken, wie stellen wir denn... Muss man schon mal gucken. Also Portalsteine. Ach, kann ich ehrlich mit dir handeln? Später gibt es dann also auch andere Portale. Okay, das ist interessant. Ein Bett. Brauchen wir denn? Brauchen wir jetzt alles gar nicht, oder? Oder brauchen wir das? Ein Bett? Nö, erstmal nicht, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal über ein Haus ein Dach und sowas. Was brauche ich denn hier alles? Dschungar, Dschungar, Speer. Was brauche ich denn? Ich brauche hier unten Dschungar, ne? Denke ich mal. Kann ich dir das? Baumwollstoff? Wie stelle ich den Baumwollstoff her? Hier an der Werkbank. Ach, Werkbank, ja, natürlich. Aus vier Baumwolle kriegst du einen Stoff. Eins habe ich jetzt schon drin. Sieht das geil aus. Sieht man da auch, was ich baue, oder was? Nee, aber die ganze Werkbank springt. So. Lustig aus. Dann haben wir, ich wollte jetzt mal hier. Genau, rechts hast du dann eine fertige Baumwolle und dann gehst du auf Rüstung. Kann ich nicht. Da steht ein so ein Baumwollstoff. Ich habe aber einen. Warum habe ich? Was ist denn los? Guck mal, Onkel. Und zwar, wenn du auf die Werkbank klickst, rechts ist so die Baumwolle. Da steht eine Zahl, 7 Stück. Das ist das, was du hergestellt hast. Das musst du erst von der Werkbank wegnehmen. Ah, okay. Alles klar, gut. So, wir brauchen einen Helm. Meins. Genau, das oberste ist für den Magier, das mittlerste ist für den Jäger und das unterste ist für dich. Genau, das mache ich gerade. Und hier noch. So, wir können jetzt hier leider nichts weiter machen. Kann ich dir denn jetzt Sachen geben? Genau das habe ich mir auch schon überlegt, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Bin schon am gucken. Ringe und Arme. Hier noch Arme. So, und jetzt sehe ich doch schon mal nach was aus. Ui, Chicke. Na? Und ich brauche jetzt hier ein Taschentuch. Ich kriege keine Macke. Ich gucke mal, ob ich jetzt nur... Ah, ich kann mal Holzbogen herstellen. Sehr cool. Ich gucke jetzt mal den Nero kurz zu. Entschuldigung, bitte. So, wunderbar. Das ist der volle... Weil ich brauche kein Schwert. Na gut, schaden kann es nicht, wenn wir hier noch ein Schwert haben. Gerade im Nahkampf. So, aber wie funktioniert das im Himmelsgott? Was ist denn das hier? Ein Ei. Wie können wir hier auch kochen? Was haben wir denn hier? Schwache Heiltrank. Brauchen wir Wasser und Beeren. Okay, einmal Wasser, zweimal Beeren. So, Entschuldigung. Willkommen zurück, okay. Ja. Willkommen zurück. So, ich würde sagen, wie war denn das Haus hier aufgebaut? Das sind hier oben doch Strohblöcke, ne? Genau, oben sind Strohblöcke und dann unten sind einfach nur Holzblöcke. So, ich habe mal hier was Lustiges gemacht. Wie meinst du das mit oben sind? Ne, das sind doch alles Strohblöcke. Nee, das ist Holz hier.
Ja, dort. Ja, ja, klar. Du musst mit den Tasten noch klarkommen. Okay. Also diese Feuerstelle ist nur Deko? Okay. Ach, guck. Nein. Das sieht doch gut aus. Okay. Ups. Das können wir. Werkbank, Amboss, Truhe, Schmelzofen, Alter, ja. Bethocker, Tür, ist klar, hey. Aber wir können nicht zusammen eine Werkbank, ne? Nee, kann immer nur einer. Okay, also heißt das, wir sollten uns vielleicht noch eine Werkbank craften. Klingt auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Aber selbst diesen müsste man dann erst wieder aufleveln. Und dass wir... ein bisschen hier... ein Schmelzofen klingt auch gut, ne? Sollte ich mal... ich bestelle mal einen her. Bestimmt für nachher für Eisenrüstung und so. Gut, dann warte, stehen wir mal kurz herstellen. Ein Hocker und Zahn. Eisenwerkzeug, genau. Weil die Haltbarkeit geht doch schon ziemlich stark runter. B ist B. Ich muss mir das merken. B. Pioniersflagge. Ich glaube, die sollte man dann uns auch mal gleich hier... warte. Genau, stell uns mal eine hin hier. Zack. Unsere Hütte. Beschlagnahmt, jawohl. So, Baumwolle brauche ich jetzt nicht. Ich brauche das hier unten. Heiltrank brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Das tue ich rein. Den Portalblock brauchen wir jetzt auch nicht. Was könnte man denn mit dem Ei machen? Könnte man das... ich habe überlegt, ob man das irgendwie kochen kann oder essen kann oder... oder ob man da vielleicht was brüten kann, das wäre vielleicht... Leben ist bereits voll, also man kann es essen, wenn du zu wenig Leben hast. Oh, ich kann den Ofen... ach doch, ich kann den Ofen. Kuh drehen, ah, okay. So, sehr schön. Wir haben jetzt auch einen Ofen. Juhu! Cool. Steinziegelblock. Okay. Steinblock und Erdblock. So, also mit dem Weizen, da bin ich ein bisschen unzufrieden. Was? Du bist unzufrieden? Das ist nicht gut. Mit den Weizenblöcken? Ach gut, ich finde hier noch welche. Wie kann ich eigentlich, kann ich denn dieses Schwert... kann ich das irgendwie zerstören? Du kannst es wegschmeißen einfach. Aber wo ist denn mein anderes Schwert? Ich habe mir doch schon eins gebastelt. Das habe ich. Schön. Kannst du eins basteln? Ja, ich kann eins basteln. Das wäre lieb von dir. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie man hier jemandem was gibt. Du kannst es doch wegschmeißen. Wenn du sagst, du kannst es wegschmeißen, dann kannst du es doch wegschmeißen. Aber ich weiß halt nicht, ob das zerstört wird dadurch. Verstehst du? Na, wie, du hast doch... oder lässt es einfach in der Werkbank liegen, dann kann ich es wieder holen, ne? Wenn ich es wieder reinpacken kann? Ich probier's. Nee, ich meine, wenn du jetzt ein neues baust, lässt es einfach unten liegen und dann... so hast du doch meins auch geholt, denke ich mal, ne? Ja, ja, genau, genau. Das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Genau. Ist in der Werkbank drin. So, Strohblock. Für alle, die sich fragen, für alle, die sich fragen, warum Noxy denn nicht dabei ist, der ist zurzeit krank. Ja, es geht schon wieder rum. Die Stimme. Die Stimme. Aber diese komischen Rittergedöns des Frostes, die scheinen wohl nur nachts da zu sein, hä? Ja, ist richtig. Ja, wir brauchen jetzt gerade viel Weizen, weil wir ja unser Dach zu Ende bauen wollen. Genau. So, wunderbar. Wir lassen uns hier Zeit bei dem Spiel. Ja. Andere würden jetzt vielleicht schon ins Portal reinhüpfen und gucken, was da los ist. Aber ich finde, wir sollten uns erstmal rüsten. Wappnen.
Ich habe Angst, dass du dann reinkommst und sofort gesmashed wirst. Wow. Oh, ich bin Level 2 geworden. Stufenaufstieg. Auch gleich. Auch gleich. Jetzt, komm. Ich will auch. Ich will auch. Herz des Kriegers. Erhöht Stärke um 30. Ah, jetzt konnte ich hier das alles ausfüllen. Achso, das kriege ich automatisch. Okay, das kriege ich automatisch mit den. Ich konnte jetzt bloß die Stärke und so noch. Was kann man denn hier jetzt machen? Okay. Hm. Geschwindigkeit, Fernkampfkraft, alles klar. So, nee. Ich wollte hier hinten. Strohblock, genau. Gut, sehr cool. Oh, die Nacht kommt langsam wieder. Du musst. Oh, der erste Ritter kommt zu dir. Da hieß draußen ist einer. Ja, ich sehe ihn nicht. Bam. Das ist meine Flagge. Du sagst, ich kann das wegschmeißen. Aha. Du sagst, ich kann das wegschmeißen. Ich kann das nicht wegschmeißen. Drückst B und ziehst das links unten in den Mülleimer rein. Kann man denn so Sachen auch einfach wegschmeißen? Also. Nee. Ja, dann ist es weg, ne, wenn man das in den Mülleimer zieht. Also das heißt, wenn wir uns gegenseitig was geben wollen, dann müssen wir uns das wohl. Irgendwie. Genau. Wie kann ich denn den Schleifstein benutzen? Bin verwirrt. Auf jeden Fall haben wir schon eine sehr geile Hütte. Die wir jetzt gleich zuzimmern werden. B. Ja, Bastler-Erfolg, sehr schön. Sehr schön. Patrouille hier. Oh, haben wir es gemacht. Wunderbar. Hä? Warum kriege ich denn immer das Geräusch von irgendwas Bauenden? Die Werkbank ist das. Ach, die baut noch. Ja, ich habe noch ein paar Strohblöcke gemacht. Okay, da hinten. Ach Gott, jede Menge Viecher, ey. Ja, ist okay. Sehr schön. Okay, du hast jetzt gerade ziemlich geleckt. Ich hab gerade noch gekämpft. Sehr schön, was du so gemacht. Huch. Ach, ich hab gekillt. Hast du gesagt, hast noch gebaut, ne? Boah, 54, ne? Dafür kriegen wir richtig was zusammen jetzt hier. So. So, wunderbar. Mal, das ziehe ich auf jeden Fall mal da rein. Heiltrank. Oh, vier Stunden sind wirklich haufenweise von diesen Idioten da. Ah. Vielleicht können wir mal gucken, Upsala, dass wir vielleicht mal eine. Habe ich eigentlich noch Baumwolle? Nee, habe ich keine mehr. Die Frage, wie lange braucht das Zeug zum Wachsen? Bin ich mal gespannt. Gleich haben wir das Dach zu. Wunderbar. Ich guck mal wegen der Truhe. Was brauchen wir da? Kupfererz. Heieiei. So, wundervoll. Wir haben unsere Hütte wieder gebaut. So. Schön. Jetzt brauchen wir hier noch. Kann man hier jetzt einfach diese Tür, die wir haben, das geht hier nicht einzusetzen, ne? Einfach so hier, oder was wir davor haben. Ich glaube, unsere Tür ist ein bisschen schmäler. Ah, da brauchen wir auch für Kupfer. Also das heißt, wir müssten mal in die Mine, sobald es wieder hell ist. Oder jetzt. Ich schnapp mir mal jetzt hier ein Schwert und geh mal hier unten mal noch ein bisschen aufräumen. Mein Gott, ich glaube, bei vier Stück glauben wir nicht, dass ich da... Ah, das kriegen wir hin. Weißt du? Na, du bist ja... Ich bin ja Nahkampf, verstehst du? Sauber. Oh, ich brauche Heiltrank, ich bin tot gleich. Oh.
Ja, sauber. Sehr, sehr schön. Ich muss leider zu bedauern schon sagen, unsere Zeit ist schon wieder um. Ach, du Schande. Das ist verrückt, ey. Das Spiel ist so genial, man vergisst komplett die Zeit hier drin. Mann, Mann, Mann. Ja, liebe Freunde. Achso, Nero. Nero ist ja dran. Ja, ja, meine lieben Freunde. Dankeschön fürs Einschalten. Schaut gerne bei GamerCheck.lp vorbei. Und bleibt gesund. Bis dann. Ich bin euer Nero. Ciao. Tschüss.